Ein Pirat legt jemanden rein, um seine Beute zu klauen. Ich bin schockiert. Und was bitte soll ich mit dieser Information anfangen? Nehmen wir mal die drei. Sailing with bare poles, Cap. Man segelt nicht mit dem nackten Mast, Captain, er kichert. Hinter der nickt und zwinkert. Yeah. All I'm saying is, you see a go for a pistol. You best step away from me. Ich will nur sagen, sobald du sie am Blick greifst nach der Pistole und bleib mir vom Leib. Aha. Indeed. Ja, das wird also immer lustiger. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Production's too slow. At this rate, we'll never get out of here. Not till LDs comes back. Die Produktion geht zu langsam voran. Wenn das so weitergeht, kommen wir hier nie raus, bevor Eldis zurückkommt. Hey, scamper off you. We ain't taking orders. Hey, verzieh, wir nehmen keine Bestellungen an. If your armor's dented, you'd be better served throwing it against some rocks. For the record, I have no idea what I'm doing. Wenn deine Rüstung verbeult ist, solltest du sie vielleicht ein paar Mal gegen Steine werfen. Damit wärst du besser bedient. Nur damit es klar ist, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich will mir Bamwell vorknüpfen. Wenn du mich nicht mehr in den Weg stellst, wird auch dein Blut fließen. Wusste nicht, dass das die Schmiede ist. Dich verstohlen umsehen? Wenn du gar kein gelernter Schmied bist, warum arbeitest du dann in der Schmiede? Brutal Ben had a bit of a disagreement. He tossed most of my crew into the brig. Myself and my first mate got the mercy of serving an extended stint in this forge. Ich und Brutalo Ben, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Den Großteil meiner Besatzung hat er in den Kerker geworfen. Zu mir und meinem ersten Mal war er so gnädig, uns nur zu einer extra langen Schicht in der Schmiede zu verdonnern. Wenn du einer von uns wärst, hättest du das schon längst gehört. In diesen Teilen des Landes fließt das Geschwätz wie Wasser. Sag mir, Fremder, wer bist du? Ich bin Hagrim, Captain der Defiant, spielte seine Rolle. Ich bin ein Wächter aus dem Dürrwald. Nehmen wir mal die Eins. Da soll mir doch einer die Augen herausblasen und die Finger verbrennen. Seine Muskeln spannen sich an. Er zeigt Interesse und eine gewisse Alarmbereitschaft. I know you. Benwith attacked your ship right in the eye of a typhoon. He's been crowing about it enough since. Ich kenne dich. Benwith hat dein Schiff angegriffen, direkt im Auge des Taifuns. Seitdem kann er nicht aufhören, damit zu planen. Bei der Schwarzen See, ich hasse Benwith. Was für ein Problem hast du mit Benwith? Wir waren real good mates in the Navy. But then he went and got too big for his britches. Playing second fiddle to Aldis. Ich und Benny waren mal gute Kumpel in der Marine, aber dann ist aus ihm dieser Großkotz geworden, als er mit Aldis angebandelt hat. I might have had too much to drink one night. That might have led to things being said and done I now regret. Könnte sein, dass ich in der Nacht mal zu viel getrunken habe und dass ich dann Dinge gesagt und getan habe, die ich jetzt bereue. Eines Tages wird er seine Brutalität bereuen. Hast du vor, es Benwith heimzuzahlen? Das crossed my mind, but it ain't just me I've got to worry about. Ben's locked my crew in the brig. Darüber habe ich schon mal nachgedacht, aber es geht nicht um nur um mich. Ben hat meine gesamte Besatzung in den Kerker gesperrt. Ich kann kein Risiko eingehen, solange ich nicht weiß, dass sie sich in Sicherheit sind. If you were to free them without creating much fuss, I could show you a secret route into Captain Aldi's quarters, where Benwith's staying. Wenn du sie befreien könntest, ohne Aufsehen zu erregen, dann könnte ich dir einen Geheimweg in Captain Aldi's Quartiere zeigen. Dort hält sich Benwith auf. Na, man spuckt in die Handfläche und reibt seine Finger, wodurch eine riesige Paste, eine rußige Paste entsteht. Bist du sicher, dass deine Besatzung noch am Leben ist? Fucking be. No matter how pissed he is with a single captain, killing an entire crew would rub Aldis the wrong way. And he doesn't want to be on our bad side. Das hoffe ich verdammt nochmal. Egal wie sehr ihm ein Captain gegen den Strich geht, eine gesamte Besatzung abzuschlachten, würde Aldis gar nicht gefallen. Ja, Piraten haben auch noch so eine Art von Ehre, wie man merkt, auch wenn sie ziemlich verdreht ist, wie bei Orks. Und Ben würde es sich mit ihr nicht verscherzen Ben's wollen. Locked him in the brig, down in the dungeons. Bail him out without making a bloody mess of it, or it'll be my throat that gets slit. Ben hat sie im Bunker unter den Kerkern eingeschlossen. Wenn du sie rausholst, dann bitte ohne großes Blut vergießen, sonst muss ich dafür den Kopf hinhalten. But here's a few lockpicks to help you out. If that fails, the keys ought to be on the jailer or by her post, a room between the brig and the dog kennels. Also da ich hier selbst, also
da ich hier selbst gespielt habe, weiß ich nicht, ob sie etwas taugen, aber hier sind ein paar, hier hast du ein paar Dietriche. Wenn die nicht helfen, dann sollte die Wärterin die Schlüssel haben. Entweder trägt sie sich bei sich oder sie liegen in ihrem Post in einem Raum zwischen dem Bunker und dem Hundezwingern. Du hast einen Gegenstand erhalten, 5 Dietriche. Wo den Kacken ist deine Besatzung eingesperrt? Der Bunker, das sind unsere besten Zellen, weißt du? Dort werden Geiseln festgehalten, die Gefangenen, die noch nicht sterben sollen. Finden sie nicht hart. First, take these stairs in the back down to the dungeons, then cross the bridge to the storage room, then head south. You'll find the Briggs cells on the southeast side. Sollte nicht schwer sein, sie zu finden. Nimm zuerst die Treppe hier hinten, sie führt dich in den Kerker. Dann über die Brücke zum Lagerraum und dann in Richtung Süden. Du findest die Zellen des Bunkers auf der östlichen Seite. Keep an eye out for guards. The dungeons are barred to all but Benwith's crew currently. Halte die Augen nach Wachen offen. Im Moment darf sich niemand außer Benwiths Besatzung in den Kerkern aufhalten. You can use this to cut through the storage room. Just don't let anyone find out I gave it to you. Du kannst die Abkürzung durch den Lagerraum nehmen. Lass nur keinen wissen, dass du das von mir hast. Ja, Schlüssel erhalten. Ja, leb wohl. Okay, das heißt, ich habe auch die Erlaubnis, mich hier einfach zu bedienen. I'll try my best. Hope that helps. Ja, zum Kerker und zum Balkon. Und das ist wahrscheinlich die Türe hier, oder hier ist ein Geheimgang, sieht fast danach aus. Den er mir aufmachen wird, der zu uns, zu unserem Ziel führen wird. So, was sagen denn Benwith aufs für dich machen? Ich bin in Todessicht angekommen. Benwith ist irgendwo im... Dann gehen wir erstmal durch. Benwith ist vor Todeslicht zurückgekehrt. Das befestigte Feuerwerk befindet sich auf einer kleinen Insel in der südwestlichen Ecke des Todesfeuers. Die verschiedenen Piraten sind im vor Todeslicht zu Hause. Zu Benwith durchzudringen wird nicht einfach, sei es mit Gewalt oder durch Täuschung. Ich bin in Todeslicht angekommen. Benwith ist irgendwo im Fort. Sobald ich herausgefunden habe, wo er sich befindet, kann ich mir darüber Gedanken machen, wie ich an ihn herankomme. Ich habe im Hafen von vor Todeslicht angelegt und mich als Pirat ausgegeben. Wenn der andere meine Tarnung durchschauen, könnte das zu Problemen führen. Benwith hat es sich in den höheren Ebenen des Forts gemütlich gemacht, hinter verschlossenen Türen und loyalen Piratenwachen. Der direkte Weg zu ihm scheint gut verteidigt zu sein, aber vielleicht gibt es weniger offensichtliche Routen, die mich an diesen Hindernissen vorbeiführen. Lamont hat versprochen, eine Tür auf den höheren Ebenen des Forts aufzuschließen, welche seine Besatzung aus dem Kerker von Todeslicht befreie. Lamonts Besatzung wird im Bunker gefangen gehalten. Dieser befindet sich im südöstlichen Teil des Kerkers. Die Zellenschlüssel sollen sich in der Nähe des Postens der Wärterin oder in ihren Taschen befinden. Todeslichthof. Na, gehen wir mal auf den Balkon. Bevor wir uns da durch den Kerker schleichen. Schöne Aussicht von hier Just oben. A moment, please. There you go. Wieder ein paar Kleinigkeiten. Indeed. Genau, und hier ist auch noch was. Ein paar Vorräte. Zum Untergrundhafen. Zum Befehlszelt. Zum östlichen Innenhof, zum östlichen Bollwerk. Also ja, das ist die Verbindung hier, die beiden. Da komme ich aber leider nicht hoch. Zum Kerker. Zum Hof. I'm here. Wer hat denn hier noch Heiltränke bei sich? Palegina, dann kriegst du den. Mundkohle und Granaten. Trank der Elementarverteidigung, davon hat sie auch 2. Also was, Halligina, da kriegst du mal Granaten und
gibst das hier an. Wobei, andersrum wäre es klüger, glaube ich. So. What can I do? Immer eine Freude. So. Das heißt, wir machen uns mal unsichtbar und gehen jetzt gleich in den Keller. Also in den Kerker. Vielleicht kommen wir von dem Kerkerzugang auch wieder ziemlich leicht nach draußen über den anderen Zugang. Weil vielleicht kann ich noch alternative Wege reinfinden, zum Beispiel über Seraphins Freundin. Of course. Hier geht's tief runter, oder? Stimmen halt von unten herauf. Oh ja. Hier über die Brücke hat er gesagt, unten ist ein Gewölbe auf jeden Fall, wo Leute Schiffe anlegen können. Auf diesem Schild steht Lager. Ja, das ist ein Lager. Benworth be behind these doors, no doubt. Es stimmt, es werden wir hinter dieser Tür, da bin ich mir ganz sicher. It's no trouble. Nee, Seraphin hat Heiltränke, also kriegt das auch Seraphin. Nö. Alof hat die Heiltränke. Hat doch irgendwie Sinn. Auf diesem Schild steht Schießpulver. Von einem Loch in der Steinmauer ist ein Kinnmechanismus mit dem Schloss dieses Tors verbunden. Delight's powder be north of here. The brig be to the south. Das Pulver von Fort Todeslicht muss nördlich von hier sein und der Knast südlich. Okay, da geht's zum Innenhof. Das heißt, das ist der normale Eingang. Würde ich mal schätzen. Oh. Da komme ich allerdings nicht rein. Jedenfalls nicht ohne den da auszuschalten. Und da ist auch eine Piratenwache. Okay. Da zurück. Das heißt, wir gehen erstmal wieder durch den Hauptausgang raus. Das dürfte einigermaßen unauffällig sein, wenn der einfach so zu betreten und zu verlassen ist und da eh alle besoffen sind. Also jedenfalls außerhalb des Gefängnisses und außerhalb der Mauern. Tja, ich komme nur durchs Gefängnis. Ja, was steht auf dem Kerkerschild denn? Minus 19 tägliche Löhne, das ist okay. Die Inschrift auf dem Banner lautet von den Kerkern fernhalten. Okay. Hier laufen nur Schurken rum. Wenn ich hier reingehe, komme ich zum Hof. Gehe ich noch hier rein, Speicher drin und dann gucken wir weiter. Ja, hier bin ich im Todeslichthof, also eigentlich in der Taverne. Und hier würde es irgendwo zur Schmiede gehen. Okay.
Ja, da ist Siri, die Sirene, mit der ich reden sollte. Und hier sind jede Menge Piraten. Gut. Das heißt, wir speichern hier. Haben ja wieder ein bisschen was geschafft. So, wechseln wir mal LP 028. Und dann sehen wir uns gleich wieder.